Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Stricktagebuch. Ich bin Bettina. Ich stelle mich einfach nur mal richtig vor. Ich bin 58 Jahre jung. Oh weia. Alles gut, ich stehe dazu. Ich wohne in der Nähe vom Bodensee. In der Magistadt und habe zwei erwachsene Söhne und stricke eigentlich seit, oh je, seit ich 18 bin. Also, ja, seit ich 18 bin, habe eigentlich ganz selten mal aufgehört damit. Also, vor ein paar Jahren mal war es mal eine Phase, da habe ich gar keinen Bock mehr gehabt. Aber das hätte schnell wieder, das war ganz schnell wieder rum, weil ohne was in den Finger, das geht einfach nicht. Ja, heute versuche ich mal wirklich den Punkt zu treffen, dass ich mit euch rede und nicht mit allem Möglichen. Ja. Dann möchte ich mich recht herzlich bedanken. Also ich bin wirklich überwältigt, wie viele neue Follower oder Zuschauer, Schauerinnen ich habe. Und bei einer Dame möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Also ich war so überrascht und es ist so überwältigt. Sie hat mir eine Anleitung, wo mir am Herzen liegt, zukommen lassen oder halt geschenkt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, aber sie weiß es. Vielen, vielen, vielen Dank. Es hat mich so gefreut. Ich zeige es euch auch gleich, was für eine Anleitung das ist. Und zwar, das ist die. Mal schauen, ob es geht. Ja, Pressed Flowers. Und das ist mit, ich weiß nicht, Hebemasche ist das, glaube ich. Ich habe es noch ganz durchgelesen. Aber ja, auf das freue ich mich wahnsinnig, das anzuschlagen. Aber ich denke, das muss noch ein bisschen warten. Aber die Wolle dazu habe ich schon rausgesucht. Und zwar die zwei. Das ist einmal die Wollmeise DK, die Feldmaus, genau. Und das ist die DK Minze, genau. Da möchte ich die Blümle machen und das wäre der Hintergrund. Ich hoffe, das reicht, aber die läuft ja wirklich gut. Und da freue ich mich schon drauf, wenn ich das anschlagen darf. Das ist mal wieder was Neues für mich. Hab's in dem Ding habe ich das noch nie so gestrickt. Aber ich freue mich auf die neue Herausforderung. Herzlichen Dank. Dann ist es eine Dauerwerbesendung. Werbesendung. Ja. Ist eine Werbesendung. Ich zeige euch Dinge, die ich alle selbst gekauft habe oder wie jetzt gerade bei der Anleitung, die ich geschenkt bekommen habe. Ja. Und auf jeden Fall herzlichen Dank für eure liebe Kommentare, ja, eigentlich. Für eure Däumchen hoch und also ich bin wirklich überwältigt. Danke, danke, danke. Mua. Ja, ich habe drei neue Sachen. Oder nee, Quatsch, drei Sachen habe ich neu angeschlagen. Nein, fertig. Und zwar fangen wir gleich doch mal an mit meiner Cumulus. Ich habe ja letztes Mal gesagt, die wird bestimmt erst im Herbst fertig, aber
Jetzt ist schon die neue Anleitung von ihr rausgekommen, die Onik, ja, also der Rundhalsausschnitt mit Cumulus Plus. Und die musste ich haben und ja, das seht ihr dann nachher. Auf jeden Fall Cumulus Plus. Ist fertig, ich habe Dreiviertelarme gemacht. Also wieder bis ungefähr hierher. Also Ballonärmel. Denn die Länge, es ist ein bisschen länger wie der Bund. Und ja, ansonsten alles nach Anleitung gemacht. Die Wolle habe ich ja euch auch schon ein paar Mal jetzt in Kamera gehalten. Das war die Bella und eine handgefärbte von mir. Und ja, viel braucht man da dazu nicht mehr sagen. Ich habe sie natürlich schon angehabt. Jetzt, wo es wenn kühler war noch. Aber jetzt, wenn es so warm wird, also gestern war es denn zu warm. Aber ich habe sie wahnsinnig gern. Also ich muss sagen, ich habe ja gesagt, die ist griffig, die Bella. Aber auf der Haut sowas von angenehm. Also ich bin wirklich begeistert. Ja, meine Cumulus. Auf Instagram habe ich auch schon Bilder drin. Die gefällt mir richtig gut. Dann habe ich noch mal ein Granny Stripes Crochet-Sweater. Und zwar in richtig bunte Farbe. Da habe ich meine ganze Baumwollreste habe ich da rein. Und der ist auch ein bisschen wenig so Ballon, Ärmele. Die habe ich dann wenig vorne wenig zusammengenommen, dass sie nicht ganz so weit rausstehen. Oh, da kommt die Farbe jetzt richtig toll rüber. Also es ist so ein richtig schöner Regenbogen. Und ja, da freue ich mich jetzt auch drauf, den anzuziehen mal, wenn es wegen wärmer wird. Also schwer ist er, weil ich habe fast 400 Gramm drinnen. Ja, aber so habe ich meine ganze Reste verbraten. Zwei Knäuel habe ich noch dazu oder zwei, drei Farben habe ich nochmal dazu gekauft. Und zwar, das war das Rosé, das Gelb, Zitronengelb und das Pink. Der Rest habe ich dann alles gehabt. Ich werde es euch dann wieder unten verlinken. Es klappt ja jetzt. Ja. Mein Granny Stripes Crochet-Sweater. Also es ist wirklich so einfach. Was ich bei dem jetzt hätte machen können, zwei Reihe weniger, weil er ist doch ein wenig arg ausgeschnitten am Arm, aber ja, fällt halt sehr lässig. Und was ich bei dem noch machen muss, ich habe sie zwar mit eingekegelt, aber muss ja den wegschneiden noch. Und ein paar Sachen muss ich noch vernähen. Also er ist noch nicht ganz fertig, aber das wird noch die Woche. Dann wurde ein Teststrick fertig und zwar für Strickmade by Anja. Das sind diese Schönheiten und zwar Sneakersocke Sade. Oh, jetzt bevor ich was Falsches sage, jetzt habe ich es, ja, kleinen Moment, ich habe es gleich. Wo ist die Anja? Wo ist es? Ja, Salinas. Salinas. Ja, Salinas. Sneakersöckle Salinas.
Und zwar, sie hat sie, glaube ich, schon auf Crazy Pattern. Sie hat ihre ganze Anleitung auf Crazy Pattern. Also, es gibt schon mal, aber wir haben noch verschiedene Größen. Sie hat, glaube ich, das eine Größe drin. Und wir haben jetzt nochmal verschiedene Größen getestet. Das ist jetzt eine 36, 37. Und ja, die wird dann demnächst auch nochmal kommen. Im Moment sind wir wieder am Testen für sie. Einige neue Anleitungen kommen dann noch. Ja, aber das war jetzt. Da habe ich eine Kaschmir von Gründel. Die Pearl Socks. Ah, da ich hätte jetzt können. Sorry, ich schreibe es unten rein. Oder schaut bei auf Instagram, wenn ihr auf Instagram seid. Da habe ich die ganze Date drinne. Da habe ich jetzt den Rest Knäuel vergessen. Und da ist natürlich der zweite noch, gell? Ja, die haben auch richtig Spaß gemacht. Das ist so ein eingängiges Muster, Zopfmuster. Das geht ringsrum. Ja. Ob es ein bisschen anders. Hat sie wieder ganz toll gemacht. Ja, und wieder ihre verstärkte Herzinverse. Die ist ja sehr schön. Und wie gesagt, also strick mir bei Anja, sie findet sie, ja, findet sie auf Crazy Pattern. Da hat sie ihre Anleitungen. Ja. So, das war's. Schon doch einiges fertig war. Dann, wo machen wir weiter? Ja, bei dem, was ich schon gehabt habe, was ihr schon kennt, da habe ich mal wieder mein eigenes Ding. Und zwar mein Roundabout von Nicolor. Und da mache ich wieder mein eigenes Ding draus. Ja, wie ihr wisst, im Moment habe ich so wenigstens Häkelfieber. Und darum habe ich mich entschieden, der untere Teil, der jetzt fast fertig ist, nur noch zwei, drei Reihen, zu häkeln. Mit einem ganz schlichten V-Muster. Und das gefällt mir so gut und sieht auch anzuge so toll aus. Mein Rägebogen. Ihr merkt, ich liebe Farbe einfach. Es gehört zu mir eigentlich. War lang genug schwarz und nee, das mag ich einfach nicht mehr. Ja, auf jeden Fall eben mit einem V-Mustern einfaches. Mache ich jetzt nur, ich überlege jetzt, ob ich einen Bund hinmache und den nochmal strick oder ob ich es einfach so, dass es so fällt. An der Ärmel wird auch noch ein Stückchen gestrickt, so wie da auch. Und dann wird der Rest, ich habe überlegt, vielleicht wenn auch so, diesmal so ganz gerade, also nicht so Ballon, sondern mehr so trompetemäßig. Das ist wieder so eine Sache, das entscheide ich dann spontan, wenn ich dran sitze. Mein Roundabout. Wieder mein Ding. Ja, oh je, das bin ich. Das bin ich. Das wäre da hier wahrscheinlich nur öfters mitkriege, dass ich wirklich aus Anleitungen immer. Ich habe es ja schon mal gesagt, ist eigentlich der Fantasie freie Lauf. Also, ihr könnt da euer Ding draus mache. Immer. Egal wie. Ja. Zu der Wolle sage ich jetzt mal nichts mehr. Das mache ich dann, wenn ich fertig bin, nochmal. Das war ja auch die Bella und was von Wollrödel. Das sage ich euch dann, wenn er fertig ist. Das wird ja nicht mehr so lang gehen, denke ich mal.
Ja. So, dann habe ich. Wo machen wir denn weiter? Machen wir erstmal bei der Socke weiter. Und zwar der Karl Crazy Socke. Och, Mann, hallo. Ja. Zauberballringen, Socken, Karl. Mensch, da ist einmal einer fertig war. Das ist die Orangerie und Lockstoff. Der ist fertig, einer. Das gefällt mir so gut. Von mir aus könnte schon wegen mehr Flieder drin sein, aber ist okay. Kommt beim nächsten dafür. Da bin ich jetzt so weit. Bin jetzt an der Ferse. Da ist ein bisschen mehr Flieder drin. Das ist schön. Gleich noch die Wolle dazu. Lockstoff, Orangerie. Sind tolle Farbe. Also Schoppelwolle ist sowieso von der Farbe her und vom Farbverlauf einfach, ich sag's jetzt, gigantisch. Gefällt mir wahnsinnig gut. So, das ist das Erste. Und dann habe ich nochmal ein paar angestrickt. Da habe ich jetzt auch ein Single. Die wäre auch klasse. Das ist in Indigo und Malerwinkel. Da ist jetzt auch einer fertig. Der zweite noch nicht angestrickt. Aber ich zeige euch die Wolle. Toll, gell? Die Farbe, wo da drin kommt. Das Türkis noch und Rosé und also wirklich. Wunderschön. Und Indigo, sowieso. Indigo ist eigentlich die Farbe, wo mir am besten gefällt von den Blautönen. Indigo, Nachtblau und ja, ins Türkis gehende Petrolmeer. Ja, das war zum Zauberball Ringelsockenkalt. Das ist initiiert von Mima Knit and Stitch, Angie Socken und Dani Werkelt. So, machen wir denn jetzt weiter? Eigentlich nur noch zwei Sachen. Und da zeige ich euch jetzt erstmal die Wolle, weil ich bin so glücklich. Ich habe euch ja meine handgefärbte Wolle zeigt, die grün, wo ich ja unbedingt einen grünen Pulli wollte oder brauche. Ich brauchte es. Und ich habe tatsächlich durch eine liebe Zuseherin oder besser gesagt auf Instagram eine Leserin, die hat mir einen Tipp gegeben, dass ich noch was herbekomme. Und zwar, ja, Papageiegrün. Kitzilk, Drops, Kitzilk in einem. Wow, das ist eine wahnsinnstolle Farbe. Es kommt jetzt hier mehr Türkiser rüber, ist mehr ins Grüne. Also es ist ein richtig schönes Grasgrün. Ja, und da, das ist ja meine handgefärbte. Ja, und die passt. Die passe, das ist, ja, es ist wegen mehr gelbstichiger. Ich habe es euch ja letztes Mal schon gesagt. Ja. Es ist einfach toll. Und was mache ich draus? Die Cumulus Onek. Und da habe ich jetzt, da bin ich jetzt paar Reihe.
unterm Halsausschnitt. Und das wäre toll. Ist das toll? Ich freue mich so, wenn die fertig wird. Aber natürlich jetzt für den Sommer, weil es wird ja definitiv langarm. Also klar, vielleicht mal am Abend, wenn man draußen sitzt und es kühler ist, den drüber schmeiße. Aber auf den freue ich mich. Ja, die Anleitung, das ist eine Kaufanleitung von Petite Knit. Sie hat eben jetzt den umgeschrieben auf den Rundhals und also wirklich super beschrieben wieder. Ja, sie ist auch auf Deutsch. Also ihre Anleitungen sind eh einwandfrei. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ja, da stricke ich jetzt die Größe L. Genau, da stricke ich Größe L. Einfach weil er da so wieder wegen lässiger sitzt. Ihr wisst ja, ich mag es nicht so eng anliegend. Und da freue ich mich wirklich drauf. Das ist so toll. Ja, jetzt noch so, ich glaube, 10 Runde sind es noch. 10, 12 Runde sind es. Und dann komme ich zum Armausschnitt. Ja, eigentlich wäre ich ja schon so weit. Eigentlich wäre vielleicht auch schon der Body fertig. Eigentlich, wenn nicht noch ein anderer dazu kommen wäre. Bei dem musste ich auch unbedingt nur anschlagen. Weil mir fehlt einfach, mir fehlt ein Rot in meinem. Und irgendwie sagt jeder, ich soll Rot tragen, weil das wird mir stehen, aber ich habe einfach irgendwie die letzten Jahre kein Rot. Ich weiß auch nicht, auf jeden Fall. Oh, das kommt jetzt aber, das kommt jetzt wieder zu Gelb rüber. Das ist so ein richtig schönes Kirschrot. Also es ist dunkler, definitiv dunkler. Und was ist es? Es ist die Eco Puno, die Farbe 47. Das ist einmal. Und eigentlich wollte ich ja da die Pur Linea, die Baumwolle, das Bändchen dazu verstricke. Ist mir aber zu dick geworden. Also für den für die Cumulus. Ist mir zu dick war es. Die Mascheprobe war dann auch zu viel. Also es hat nicht gepasst. Und da habe ich mich entschieden, ich habe noch die Ankora, das ist auch eine Baumwolle, in diesem roten Tisch auch zu gelb. Also ihr seht, es passt auf jeden Fall zusammen, aber es ist dunkler. Es kommt viel dunkler raus in Natur. Ja, auf jeden Fall verstricke ich die zwei zusammen und ich komme mit der Mascheprobe super hin und bin mittlerweile genauso weit wie für die Grüne. Und der wird jetzt auch eher wenig so für den Sommerübergang. Weil er ist richtig schön ein kühler Griff hat ein leichter Halo, aber ja, aber das ist, nee, das ist nicht das Rot, nein, es ist dunkler. Naja, egal, auf jeden Fall, das wird eine Rotolo. Eine rote Cumulus Plus. Oh, Mac. Oh, weia, mein. Mann, das sind aber auch Wörter. Hallo? Ja, also das ist auch, das, wenn man so das Maschebild, ist auch schön. Ist richtig toll. Und das hat wenig so ein, ja, eben so ein kühlerer Charakter. Das sind doch mal Farbe. Huh? Oh ja, jetzt wird es besser vom Farbton. So, ja. Ist halt ein richtig schönes Kirschrot. Da freue ich mich drauf. Oh, Italia, oder? Kann das sein?
Ja, egal. Schneide mal raus. Ja, was habe ich denn noch? Ja, was habe ich an? Ich habe an meine Mapala von Rosa P. Mapala ist es ja. Rosa P. Design. Da habe ich schon zwei Stück draus gestrickt. Also vom, das, die Anleitung von ihr, da habe ich schon zwei, einmal in Schwarz-Weiß und einmal in dem Grün, Mint ist es. Ja. Ringel. Das ist auch eine Kaufanleitung von ihr. Ihr findet sie auf Ravelry, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie noch eine andere, aber auf Ravelry. Ravelry. da findet ihr sie auf jeden Fall. Sie hat einige solche Anleitungen mit Rundhals und Rundhals und Raglan. Also es ist auch eine sehr einfache Anleitung, sehr verständlich. Also ich stricke auch gern Anleitungen von ihr. Ja, und das ist also ein Basic-Teil. Das, also auch der Schnitt an sich, das kann man eigentlich wirklich total umwandeln mit Langarm. Man kann länger machen, man kann es mehr V, also mehr A-förmig stricken. Also da ist das auch die Fantasie wieder frei im Lauf gelassen. Ja. Einfach so Basic-Anleitungen. Hat, glaube ich, auch schon mal die Nico von Hab das Fein gesagt. Sie hat auch so ihre Basic-Anleitungen, macht dann auch meistens denn so nach der Anleitung mehrere Pullis oder mehrere Sachen. Ja, so, das war's. Bin ich ja ziemlich durch. Hab denkt, ich brauche heute ewig. Aber ja, eigentlich das übliche halbe Stunde. Das ist okay. Das ist okay so. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, es sieht ja heute schon wieder so düster aus. Also es soll ja noch zum Regnen kommen. Mal, dass es aber wärmer bleibt auf jeden Fall und nicht wieder so kühl wird, wo war. Nee, ich bin zwar ein Winterkind, ich lieb's, aber dann soll es ja richtig Winter sein und nicht so Regen und Kühl und Wind, das muss ich nicht haben. Ja, in dem Fall Sinn oder wie auch immer, macht's euch fein, habt's gut, genießt die Zeit, liebt euer Leben und sag ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye, ciao ciao.